In den letzten Tagen war immer wieder ein Muster zu beobachten. Ja, wir haben Erholungen in den US-Aktienmärkten oder auf Future-Basis dann im europäischen Handel schon, aber irgendwie werden diese Erholungen immer wieder abverkauft und dafür gibt es aus meiner Sicht erstens fundamentale Gründe und zweitens mechanische Gründe. Die fundamentalen Gründe liegen ein bisschen auf der Hand. Erstens natürlich oder am wichtigsten wahrscheinlich derzeit die Zinsfrage, nachdem Jerome Powell klar gemacht hat, also mit Zinssenkungen, davon könnt ihr euch erstmal verabschieden. Heute Bostic, das FED-Mitglied, der gesagt hat, also wir sind nicht in der Position, um bis zum Jahresende die Zinsen zu senken. Das aber war längst eingepreist. Insofern muss man eben jetzt die sinkende Zinserwartung endlich mal einpreisen. Lange hat man das ignorieren können. Der zweite Punkt, der aus meiner Sicht wichtig ist, warum es mit den Rallyes irgendwie nicht so richtig weitergeht, sondern die immer wieder abverkaufen werden, ist schlicht Mechanik. Da ist vor allem erstmal zu wenig Liquidität im System aufgrund fehlender Buybacks der US-Unternehmen, also der Aktienrückkäufe der US-Unternehmen, die derzeit das nicht können, weil wir jetzt in der Berichtssaison sind und die allermeisten Unternehmen eben dann keine eigenen Aktien zurückkaufen dürfen. Aber vielleicht noch wichtiger ist die Mechanik, die durch den Optionsmarkt entsteht. Denn die Dealer, die Verkäufer dieser Optionen, die sind jetzt Gamma Short, was in der Praxis dazu führt, dass schärfere Abverkäufe dann wieder auch ein bisschen glatt gebügelt werden. Also dass hier die Dinge nicht bodenlos in den Keller stürzen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber eben Rallyes immer wieder verkauft werden, Rallyes nicht dauerhaft sind. Das ist ein typisches Muster, das man sieht, wenn die Dealer Gamma Short sind. Also praktisch sich abgesichert haben auf der Unterseite, die Underlyings verkauft haben und anders als bei den Rallye-Zeiten, wo dann zum Beispiel Leute Tesla Coils gekauft haben. Und dann sagen sich die Dealer, wenn Tesla-Aktie steigt, dann habe ich ein Problem, weil faktisch wetten diese Dealer gegen die Kunden. Also muss ich mich absichern, also kaufe ich das Underlying, kaufe ich also die Tesla-Aktie. Schwamm drüber jedenfalls, das ist das Muster. Und Liquidität ist ein zentrales Thema und das sehen wir hier auch in diesem Chart von Goldman Sachs. Und hier sehen wir schon mal die Liquidität in den S&P Futures. Liquidity is drying up, laut Goldman Sachs. Und es gibt den Satz an der Wall Street, it's liquidity that moves markets. Ich glaube, Druckenmiller hatte den gesagt, es ist der Liquidität, die die Märkte vor allem nach oben spült. Du brauchst Liquidität. Deswegen sind in Corona-Zeiten, obwohl die Wirtschaft im Lockdown war, die Aktienkurse gestiegen, weil eben die Notenbanken, vor allem die Fed, Liquidität zur Verfügung gestellt haben. Jetzt haben wir eben auch diese Blackout-Period, die vorhin schon erwähnt wurde. Und dass diese Buybacks stehen immerhin für 27% der Kursgewinne bei den US-Aktienmärkten. Also schon eine ganze Menge. Das ist durchaus ein relevanter Faktor, der derzeit eben nicht wirklich funktioniert. Und eigentlich ist das, was derzeit an den Märkten passiert, schlimmer, als es die Oberfläche zeigt. Denn der S&P 500, der ist nicht mal 5% oder um und bei 5% von seinem Allzeithoch entfernt, respektive seinem 52-Wochen-Hoch. Ich glaube Ende März, 28. März oder so war das Allzeithoch gewesen, während die Durchschnittsaktie im S&P 500 aber 14% unter seinem 52-Wochen-Hoch ist, also unter dem höchsten Stand seit einem Jahr. Und wenn wir uns mal hier einige Sektoren anschauen, Consumer Staples, also eigentlich defensive Werte, minus 18% vom 52-Wochen-Hoch. Healthcare und so weiter, selbst Tech 14,8%. Also die durchschnittliche Aktie sieht schlechter aus als der Index. Dementsprechend ist der Schmerz vielleicht ein bisschen größer und wir sehen, die Investoren reagieren auf diesen Schmerz. Wir sehen zum Beispiel jetzt das Put-Volumen auf Aktien ist sehr, sehr hoch in Relation zu den Calls. Das war noch vor kurzem doch deutlich anders. Wir haben jetzt, glaube ich, 4 Tage mit Verlusten gesehen beim S&P 500. Dafür unter anderem verantwortlich auch die CTAs, also die amerikanischen Vermögensverwalter, die verkaufen müssen. Und wir sehen, dass jetzt
immer mehr Aktien im S&P 500 überverkaufte Konditionen anzeigen, also schon ein bisschen ausgebombt sind. Die Zahl dieser Aktien hat deutlich zugenommen und beispielhaft sei dafür Tesla erwähnt, das Unternehmen meines zweitbesten Freundes Elöhne. Und der Elöhne, der muss mit ansehen, dass die Tesla-Aktie seit Jahresbeginn mal fast die Hälfte an Wert verloren hat, 40%. Wir sind jetzt in der Nähe des 2023er Januar-Gaps, als wir hier schon mal dieses Niveau erreicht hatten. Und all das jetzt in einer Situation, wo auch der Religionsgemeinschaft Tesla langsam klar wird, dass diese Vorstellung, die sie hatten, dass es praktisch bald nur noch Teslas gibt und ja, Robotaxi und autonomes Fahren und sie kennen die 10 Gebote der Elon Musk-Religion, aber jetzt sieht es eben so aus, dass die Absätze, wie zum Beispiel hier in der EU, mal eben um 30% gefallen sind. Noch stärker als generell die Autoverkäufe hier in Europa oder in der EU. Und das ist natürlich für Tesla und für Elon Musk ein richtiges Problem. Wir sehen die Aktie jetzt heute 3,5% um und bei im Minus. Und das, wo meine zweitbeste Freundin Cathie Wood gestern nochmal für 10 Millionen Dollar gekauft hat, die Tesla-Aktien, weil sie eben religiös ist und sagt, ja, das wird also, was hat sie uns für Kursziele genannt für Tesla, die sind so irreal, wie viele ihrer Annahmen eben irreal sind. Und für Elon Musk entsteht jetzt das Problem, es geht ja hier um seine Vergütung, da soll er ja ein paar Dollaris kriegen, aber da müssen letztendlich die Investoren zustimmen und da sind viele von diesen Investoren ziemlich dick in den Nassen. Die sitzen also auf Verlusten und werden dann vielleicht weniger Lust haben, dem Elöhne sein Geld wirklich auszuzahlen oder eine Entlohnung auszuzahlen. Also das könnte noch interessant werden. Wir sehen, dass dieser Rücklauf, diese Korrektur, die wir sehen derzeit an den Märkten, ein bisschen auch bei den Privatanlegern Spuren hinterlassen hat. Nur noch 38,3% bullisch, nicht mehr viel mehr als bärisch. Und wir sehen auch bei den US-Vermögensverwaltern, die in der NAAIM-Umfrage befragt werden, dass nur noch die Investitionsquote bei 63% ist. Wir kamen von 91 davor, waren wir sogar am 27.03., also kurz vor dem Hoch, das wir gesehen haben, bei 104% knapp. Also man hat hier ein bisschen zurückgefahren und jetzt lesen wir bei Barron's, die in den USA durchaus einen starken Einfluss haben, wow, der Markt könnte noch viel, viel weiter fallen. Das sind Schlagzeilen, die waren vor 2 Wochen oder so noch undenkbar eigentlich, aber jetzt sind sie denkbar, denn es hat sich was verändert, vor allem in Sachen Zinsen. Hier hat heute New York Fed-Chef Williams gesagt, naja, also wenn jetzt die Daten höhere Zinsen erfordern, dann würden wir auch die Zinsen wieder anheben. Er sehe keinen dringenden Grund, um die Zinsen zu senken. Und dann ein Satz von Williams, der tief blicken lässt, also es sieht so aus, dass unsere Geldpolitik so wirkt, wie wir uns das erhofft haben. Wirklich, wir erinnern uns, im Dezember hat Fed-Chef Powell die dovische Wende eingeleitet und gesagt, ja, wir haben schon mal über Zinssenkungen nachgedacht und jetzt sieht man, dass also die Inflation höher ist. Nicht zuletzt eben, weil sich die Financial Conditions dadurch, durch diese dovischen Aussagen von Paul so gelockert haben, die Animal Spirits dann aktiviert wurden, Nachfrage erzeugt wurde, sodass eben das ein unterstützender Faktor für die Inflation gewesen ist, sodass die Fed jetzt eben die Zinsen nicht senken kann. Also ich glaube nicht, dass die Geldpolitik so wirkt, wie man sich das vorgestellt hat seitens der Fed. Das ist natürlich wirklich Quatsch und hier sehen wir nochmal diese Aussage. We won't be in a position to reduce rates until end of year. Wir werden nicht in der Lage sein oder dürften nicht in der Lage sein, bis Ende des Jahres die Zinsen zu senken. Und das ist natürlich nicht schön, weil damit sozusagen die Kapitalmarktzinsen deutlich unterstützt werden, nach oben tendieren. Wir sehen hier die 10-jährige Anleiherendite und die ist laut Vanguard, ja nicht gerade ein kleiner Player am Markt, durchaus wieder auf dem Weg in Richtung 5%.
5% war ja das Hoch, was wir zuletzt gesehen haben. Mit anderen Worten, Geld wird teurer. Und das ist im Prinzip, wenn Geld teurer wird, eben auch wieder ein Liquiditätsthema. Dann wird Liquidität teurer. Aktienmärkte brauchen billige Liquidität. Deswegen haben wir in Corona eben die Allzeithochs gesehen. Und diese steigenden Renditen wurden heute auch unterstützt, vor allem durch den Philadelphia Fed Index und die Preiskomponente. Erstens ist der Index besser ausgefallen als erwartet, aber vor allem die Preiskomponente wieder deutlich gestiegen, die im Vormonat noch nur bei 3,7 war, plus 3,7, jetzt bei plus 23,0. Ich glaube, vor einem Monat gab es dann so eine kleine Rallye, weil eben die Preiskomponente nicht so hoch war. Jetzt sehen wir aber, die Preiskomponente steigt wieder, daraufhin eben heute dann auch die US-Renditen gestiegen. Und warum die Fed es schwierig hat, die Zinsen zu senken, das sehen wir mal, wenn wir auf die Realität der Amerikaner blicken. Ja, da ist die Kernrate zum Beispiel, PCE-Kernrate, um 15% gestiegen seit 2021 und die Löhne sind um 18% gestiegen. Könnte man ja denken, super, ist ja in der Summe ein Kaufkraftzugewinn für die Amerikaner, aber nicht, wenn du dir die Realität anschaust, nämlich die Realität der Dinge, die die Amerikaner am meisten brauchen, also Benzin, das ist nämlich seitdem um 49% gestiegen, Utilities, also Wasserstrom, alles, was damit zusammenhängt, 27%, Food, also Essen, 21%, also die wirklich wichtigen Dinge, die du täglich brauchst, die auch natürlich dein mentales Setup beeinflussen, wenn du irgendwie durch den Supermarkt gehst, wenn du an der Tankstelle stehst und siehst, boah, das sind teure Preise, dann macht das was mit dir. Das ist eben einer dieser Punkte, warum Biden nicht so wirklich von der vermeintlich so gut laufenden Wirtschaft profitieren kann. Okay, das ist das eine. Jetzt haben wir natürlich gehabt die KI-Euphorie, die uns über die sich ausschleichende Zinserwartung hinweg getröstet hat. Hier sehen wir aber jetzt zum Beispiel das KI-Startup Stability muss jetzt mal eben 10% seiner Belegschaft entlassen, wahrscheinlich weil die so eine geniale KI entwickelt haben, dass die diese Leute gar nicht mehr brauchen. Aber auch Google will jetzt offenkundig Tausende in den Bereichen Finanzen und Business Operations entlassen wegen KI. Super. Das ist natürlich eine tolle Nachricht. Jetzt hat man übrigens bei Google 28 Mitarbeiter gefeuert, die bei einem Sit-in den Google vorgeworfen haben, die israelische Regierung zu unterstützen und dementsprechend sich an einem Genozid zu beteiligen. Das ist sozusagen ja ein Stück weit dieses linke Mindset, was bei Google ja ohnehin der Fall ist. Jetzt hat Google gesagt, also dieses Verhalten war absolut unakzeptabel etc. Also man sieht, amerikanische Konzerne werden in diesen Nahostkonflikt irgendwie auch mit reingezogen. Kommen wir nochmal zu den Aktienmärkten. Und da sehen wir hier, dass wir vielleicht dieses Gap, was wir haben bei 4.900 knapp unter 80, 4.975 so um den Dreh, nochmal füllen werden. An sich haben wir hier eine bullische Wedge. Also so eine fallende Verkeilung. Wir hatten vorher diese Verkeilung nach oben, die immer enger wurde und dann kam ziemlich heftig was nach unten. Das kann durchaus bald eine starke Gegenreaktion geben nach oben. Aber vielleicht müssen wir vorher eben dieses Gap nach unten noch füllen. Und ein wichtiger Punkt könnte sein, psychologisch, marktpsychologisch, vor allem auch heute die Quartalszahlen von Netflix. Nachdem die Aktie ja mal 112 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung hinzugewonnen hat und sich deutlich besser entwickelt hat als der S&P 500. Nochmal kurz zurück zu der ganzen Israel-Geschichte. Berichte scheinen jetzt immer mehr darauf hinzudeuten, dass Netanyahu mit dem Schlag, mit dem Vergeltungsschlag gegen Iran bis nach Pessach warten wird. Also Pessach ist am 30. April. Iran hat gedroht, ja, wenn ihr einen Gegenschlag macht, dann werden wir vielleicht eure Atomanlagen eben auch mal ins Visier nehmen. Also ein bisschen apokalyptische Szenarien, die derzeit nicht zwingend angewendet werden können auf die deutsche Wirtschaft. Heute die Bundesbank, ja, mit der Aussage, ja, könnte sein, dass die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal sogar gewachsen ist, allerdings nicht inflationsbereinigt, da wäre sie auf jeden Fall gesunken. Aber die Bundesbank ist da sehr optimistisch im Vergleich zu anderen Analysten, die sagen, ja, die Wirtschaft in Deutschland dürfte leicht geschrumpft sein. Und hier
sehen wir auch vielleicht einen Grund, warum der Optimismus ein bisschen voreilig ist, den zum Beispiel auch Lagarde angebracht hat. Die sagte ja, ja, wir könnten die konjunkturelle Wende geschafft haben. Aber heute IFO, die Unternehmen planen weniger Investitionen in 2024 und Investitionen sind zukünftiges Wachstum, sind neue Jobs, sind Impulse für die Wirtschaft. Und wenn das weniger wird, dann sehe ich nicht, wie die deutsche Wirtschaft hier nachhaltig wachsen kann. Auch nicht unter der genialen Außenministerin Frau Baerbock, die sich fast zu meiner allerbesten Freundin derzeit entwickelt. Gestern mit einem wahrhaft skurrilen Auftritt in den Tagesthemen, wo man sich fragt, was ist das gewesen? Ist das eine Außenministerin? Ist das also das Niveau, auf dem jetzt deutsche Politik stattfindet? Versprecher, okay, kann mal passieren, aber sie hat sozusagen bestimmte Fehler mehrfach begangen, was dann auf gewisse Bildungsdefizite zurückzuführen ist, etwa statt Präzedenzfälle oder Präsidentsfälle, hat sie mehrfach gesagt. Da sind Dinge drin, die eigentlich unfassbar sind und passt so ein bisschen in ihre Aussage, Putin müsse in Sachen Ukraine eine 360-Grad-Wende seiner Politik machen. Okay, und irgendwelche Länder sind hunderttausende Kilometer von Deutschland entfernt, um nur zwei dieser Highlights, die auf mangelndes Bildungsniveau oder mangelnde Bildungstiefe schließen lassen, hier mal anzuführen. Und das natürlich als Führung einer deutschen Regierung oder in sehr verantwortlicher Position einer deutschen Regierung, dass da manche Dinge dann nicht so richtig klappen, scheint klar zu sein, zumal sich die Wirtschaft und die Industrie ja deutlich beschwert über das, was eben von der Bundesregierung kommt. Erlebe dein grünes Wirtschaftswunder, darüber diskutiert jetzt auch Europa und versucht nachzudenken, wie können wir den Niedergang stoppen, respektive das Abgehängtsein, vor allem gegen anderen Wirtschaftsräumen, die deutlich besser performen. Frankreich, Deutschland sind nicht gut drauf derzeit, damit die beiden führenden Wirtschaftsnationen innerhalb der Eurozone. Das ist gleich meine erste Empfehlung. Müssen wir wieder neue Schulden machen? Klar, das ist ja immer dieses Rezept, gell? Gerne teilen über Social Media und abschließend, meine Damen und Herren, nochmal Netflix. Heute nach 22 Uhr werden wir bei Finanzmarktwelt darüber berichten. Das ist die Erwartung. Die Wartung, da gibt es Flüsterschätzungen, was die Abonnenten betrifft, von 7 Millionen, die extrem hoch sind. Vielleicht klappt es ja, dann könnte sozusagen eine Erholung auch beim Nasdaq stattfinden, weil die Psychologie dann ein bisschen sich aufhellen würde für die Märkte. Wir werden sehen. Also diese beiden Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.